Kennst du dieses Gefühl, wenn du an einem Projekt über mehrere Monate sitzt und irgendwann ist es vorbei und dann werden die Ergebnisse präsentiert? Genauso geht's mir gerade heute. Ich möchte dir heute etwas zeigen, woran ich jetzt sehr, sehr lange gesessen habe und sehr viel Schweiß und auch ein bisschen Herzblut dran verloren habe. Und ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Wie du aus dem Videotitel schon entnehmen kannst, geht es darum, dass ich eine Lightroom-Formel entwickelt habe. Aber es bleibt nicht dabei. Es ist nicht nur eine Lightroom-Formel, es ist noch wesentlich mehr, aber dazu später mehr. Fangen wir mal mit der Lightroom-Formel an. Ich arbeite ja jetzt nun schon seit vielen, vielen Jahren mit Lightroom und habe auch viele YouTube-Videos und auch Videokurse herausgebracht, wo ich dir mein Wissen vermittelt habe. Und ich habe mir dann am Anfang des Jahres so gedacht, gibt es da nicht irgendwie eine Art Workflow, der immer wiederkehrend ist und den man eigentlich ganz einfach vermitteln kann? Und nach längerem Hin- und Herdenken ist mir aufgefallen, ja, den gibt es eigentlich. Beziehungsweise muss man ihn etwas entwickeln, aber dann gibt es ihn und den kann man auch tatsächlich auf jedes Bild anwenden. Und daraus ist die Lightroom-Formel entstanden. 6 Schritte zu deinem perfekten Bild. Und ich habe diese 6 Schritte jetzt tatsächlich mal komplett aufgeschrieben und habe ein Buch draus gemacht. Eigentlich ist es ein E-Book, ich habe es jetzt nur ein paar Mal ausdrucken lassen in der Druckerei, dass ich das hier auch mal wirklich als Buch da habe. Aber grundsätzlich gibt es das als E-Book und zwar kostenlos. Alles, was du dafür nur tun musst, ist, dich einmal in meinen Newsletter einzutragen. Das ist ein neuer Newsletter. Also falls du in meinem alten Newsletter drin bist, das hat damit nichts zu tun. Das Ganze findet nämlich auch auf einer neuen Webseite statt. www.lightroom-system.de. Denn ich habe das Ganze jetzt nämlich unter dem Begriff Lightroom-System gepackt. Dort gibt es jetzt nicht nur die Lightroom-Formel, sondern es gibt dort natürlich auch meine Videokurse, die ich allesamt komplett neu aufgenommen habe, die also alle auf dem Stand 2023 sind und dementsprechend auch wirklich top aktuell sind mit der aktuellsten Lightroom-Version. Also das kannst du auf jeden Fall auch mal auschecken. Und das Ganze gibt es jetzt nicht nur noch als Download, sondern man kann inzwischen auch das Ganze auf lightroom-system.de streamen und zwar in 4K. Das heißt, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, dann musst du dir nicht unbedingt 20, 30 GB herunterladen, sondern du kannst es auch ganz bequem einfach streamen. Wie bei YouTube hier kannst du dir dort die Kurse dann auch einfach anschauen. Und zwar in der Qualität, wie es für deine Internetleitung passt. Aber wenn du sie lieber herunterladen möchtest, dann lad sie dir einfach herunter. Auch das ist weiterhin natürlich möglich. Das Schöne jetzt ist aber, ich kann dadurch die Kurse auch sehr viel einfacher aktuell halten. Denn wenn man sie auf der Seite streamt, dann kann ich einfach mal ein Video ersetzen und wenn du dich dann wieder einloggst, dann ist das neue Video da. Geht also wesentlich einfacher als die reine Download-Geschichte, die ich bisher gemacht habe. Und auch die Preset-Toolbox ist komplett neu überarbeitet worden. Ich nenne sie jetzt einfach mal Preset-Toolbox 2.0, weil natürlich auch hier viele neue Funktionen in Lightroom dazugekommen sind und da habe ich mir gedacht, die alte ist jetzt auch schon ein ganzes Stück alt und ich habe die einfach mal komplett neu gemacht. Wir nutzen jetzt also auch die neuen Maskenfunktionen in Lightroom. Du kannst mit der neuen Preset-Toolbox deine Himmel mit einem Klick einfach ein bisschen dramatischer gestalten. Du kannst mit einem Klick deine Vordergründe aufhellen, nachschärfen oder auch abdunkeln. Du kannst mit einem Klick alle roten Bereiche etwas einfärben. All das funktioniert jetzt auch mit der Preset-Toolbox mit einem Klick. Das sind jetzt nicht mehr 47 Presets, wie es bisher waren, sondern über 80. Und die kann man alle miteinander kombinieren, bedeutet, da gibt es mehrere Millionen Möglichkeiten, wie du deine Bilder gestalten kannst. Aber dazu soll es nochmal ein extra Video geben. Ich möchte dir heute jetzt eigentlich erstmal wirklich die Lightroom-Formel vorstellen und insgesamt hier mal erklären, dass dieses Lightroom-System ab jetzt online ist. Also check einfach mal aus www.lightroom-system.de und die Lightroom-Formel gibt es, wie gesagt, kostenlos. Ich kann ja auch einfach mal so durchblättern. Und da siehst du, dass das alles auch wirklich sehr gut mit Bildern beschrieben ist. Da habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Alleine dieses Buch hat mich schon echt viel Zeit gekostet. Aber ich wollte natürlich alles wirklich so genau wie möglich dokumentieren, dass man das Ganze auch wirklich einfach versteht. Und wie gesagt, diese 6 Schritte, die hier drin erklärt werden, die kann man auch wirklich dann auf jedes Bild anwenden. Es ist auch egal, ob das ein Landschaftsbild ist oder ob das ein Porträt ist, ob das Tierfotografie ist oder Sportfotografie. Macht keinen Unterschied. Mit der Lightroom-Formel kannst du diese Bilder alle genau nach diesem System bearbeiten. Was sind die 6 Schritte? Zum einen als erstes geht es um die Belichtung. Danach geht es um die Farben. Das ist also Schritt Nummer 2. Dann gibt es Dodge and Burn, wo wir also wirklich nochmal mit Licht malen und auch mit Schatten malen. Dann geht es um die Details und die Schärfe in Schritt 4. In Schritt 5 legen wir unseren persönlichen Look drauf.
Und in Schritt 6 machen wir nochmal so einen Final Touch und gucken, ob alles im Bild richtig stimmt. Danach hast du immer ein perfektes Bild. Das kann ich dir versprechen. Probier es einfach aus, lad es dir, wie gesagt, kostenlos herunter. Ich würde mich echt freuen, wenn du damit dabei bist und mich da auch ein bisschen unterstützt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video wieder, wo ich dir dann nochmal die neue Preset-Toolbox genauer zeige. Aber ich hoffe, dass das Ganze gut angenommen wird. Ich habe wirklich die letzten Monate echt viel Zeit damit verbracht. Ich habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht. Meine Mitmenschen um mich herum mussten meine schlechten Launen auch mit ertragen, weil ich wirklich, wirklich viel, viel Zeit und auch sehr viel Schweiß darin investiert habe. Und ich hoffe, dass es bei euch richtig gut ankommt. Würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.